Mallorca, wie ihr unschwer erkennen konntet. Ich bin hier mit Pablo. Say hi. Hi. Ich lebe heute sozusagen als Emma. Today ist ein Tag, wie Emma ihn verbringen würde. Ich war jetzt schon mit Pablo raus. Emma ist mit gerade in Thailand und ich mache Dog-Sitting / House-Watching. Und so far so good. Ich bin gestern gelandet und jetzt gehe ich erstmal kurz zu Müller und kaufe Pablo was zu essen, weil sein Essen ist leer gegangen, damit der Kleine Breakfast bekommt. Und dann geht's an den Strand. Ich glaube, so wird es Emma auch machen. Was würde Emma tun? Das ist heute die Frage. Genau, spend 24 hours with me. So, here we go. So, ich muss jetzt erstmal die Dog-Besitzerin anrufen. Die hatte gerade ein Facial in Thailand. She's living her life. Weil ich weiß gar nicht, welches Futter ich genau für Pablo kaufen muss. Und ich hatte gerade so Schiss, dass dieses Müller hier zu ist. Weil einfach keine Sau hier steht. Sieht aus, als wäre es richtig zu. Und voll geil auch, es gibt einfach Müller hier. Und das Müller ist wirklich wie in Deutschland. Also es ist riesig, es ist gut. Kann ich mal seine Musik ausmachen? Es nervt. It's a bit loud. Anyways. Und ich fühle mich schon wie ein Local. Ich bin einfach ohne Navi hierher gefahren. That's the biggest accomplishment. Ich bin einfach von Emma, das sind so 10 Kilometer, einfach ohne Navi hierher gefahren, weil ich weiß, wie man hierher kommt. Pablo hat sein Futter bekommen. He's happy. Und er isst immer das Nassfutter erst. I know what you're doing. Kriegst so eine Mischung aus Nassfutter und Trockenfutter. Und ich habe jetzt mir selbst eigentlich nichts gekauft, nur Oatly. Ich mache mir jetzt, glaube ich, eine Matcha. Und dann mache ich mich ready und es geht finally zum Strand. Wir haben, by the way, den 23.07. Ich liebe das irgendwie, die Datumanzeige nochmal kurz zu sagen. Einfach nur für mich selbst. Wir haben den 23.07. 10.10 Uhr. Mein Problem mit Milchgetränken, ich könnte die immer ächzen. So Leute, wenn ihr meine letzten Vlogs geguckt habt aus Mallorca, dann wisst ihr, an welchem Strand ich bin. Der ist so 25 Minuten von Emma entfernt. Und das ist so ein, ich würde sagen, eher Local Beach. Also ich glaube, hier gehen voll viele Locals hin, weil ich habe bisher wenige Deutsche gesehen, eigentlich viele Spanisch sprechende. Und es bleibt auch ein Geheimnis. Ich darf es erstens von Emma aus nicht posten und zweitens werde ich es selbst auch nicht posten. Aber der ist richtig cute. Also vielleicht erkennt ihr ja, wo es ist und seid schlau genug und kommt von selbst drauf, wo es sein könnte. Ist auf jeden Fall sehr schön. Schön sieht es hier aus. Heute ist ein bisschen voller und direkt die erste Familie war natürlich deutsch. Little Update. Ich habe jetzt Plätze gewechselt, weil vorne in der Sonne war es viel zu heiß. Ich bin jetzt hier im Schatten und denke, bin noch ein, zwei Stunden hier und dann gehe ich nach Hause zu Pablo. Ich lese die ganze Zeit mein Buch. Ich gebe euch gleich eine Review. Ist so geil. Leute, ich bin jetzt weg vom Strand und bin jetzt bei diesem kleinen Café angekommen hier in Alcudia und gönne mir jetzt hier noch eine Eisplatte und die haben auch Fountain of the Youth und das ist das Beste. Ich sehe so bärtig aus. Oh mein Gott, ich muss mich heute rasieren. Back home, Leute, ich schwitze so. Ich war gerade noch schnell einkaufen. Ich habe mir in dieser Epicerie noch zwei, Epicerie, noch zwei Brötchen gekauft. Ananas, Coconut Yogurt, Salat für heute Abend. Dann, das war irgendwie der einzige Käse, den ich ansprechend fand. Proteinkäse, great. Karotten. So eine wilde Mischung. Philadelphia, es gab leider keinen veganen Frischkäse. Hummus. Eggs. Und das sind die nachhaltigsten Eggs, glaube ich, überhaupt. Die haben vielleicht 5 Euro gekostet und 6 Eier. Und dann nur noch Fanta Lemon. Zero. Und Coke.
Zero. So Leute, ich bin frisch geduscht. Keine Skincare gemacht, weil mir zu heiß war. Und ich esse jetzt hier eine Kleinigkeit. Ich habe mir gerade mal ein Brötchen gemacht mit Käse. Einmal mit Hummus, einmal mit Frischkäse. Pablo springt hier rum. Und jetzt gieße ich gleich mal noch den Garten. Und lese noch ein bisschen. Ich habe das Buch immer gleich fertig. Ich glaube noch 80 Seiten oder so. Also heute war ein richtiger Lesetag. All the duties are done. Ich wollte euch mal noch ein ganz kurzes Update geben. Ich habe gestern mit Everyday angefangen von David Levithan. Das ist ja schon 2013 oder so rausgekommen. Das ist schon vor Ewigkeiten. Und ich habe mir das gekauft, als der zweite Teil rausgekommen ist. 2018, der heißt Another Day. Und ich bin jetzt schon auf Seite 290 und es ist so ein interessantes Buch. Es geht darum, die Hauptperson oder die Hauptseele, besser gesagt, wacht jeden Tag, every day, in einem anderen Körper auf und übernimmt für den Tag den Körper der Person. Also heute ist es, sind immer 16-Jährige, heute ist es ein Typ, der Football spielt. Morgen ist es ein Girl, was die Schule abgebrochen hat. Den Tag drauf ist er jemand, der zur Kirche geht oder sonst irgendwas. Und jeden Tag ist es auch im gleichen Umkreis circa, aber immerhin, also in Amerika ist ja alles so 3-4 Stunden voneinander entfernt, wenn es im gleichen Bundesstaat ist, ist alles im gleichen Bundesstaat. Und dann lernt er so jemanden kennen und vertraut sich der Person an. Das ist halt so crazy, weil er sagt dann so, ja, ich bin jetzt gerade der, aber morgen bin ich gar nicht mehr der, sondern morgen bin ich eine ganz andere Person. Das ist so crazy. Also ein richtig geiles Konzept. Ich habe jetzt noch so 60, 70 Seiten, dann bin ich fertig und dann lese ich direkt das zweite Buch, das habe ich auch mitgenommen. Also Big Recommendation Every Day von David Levithan. Und wir gehen jetzt, machen wir einen Walkie. Und auf einmal hörst du auf zu atmen. Should we go for a walkie? Let's go for a walkie. Fanta Lemon Superior. Leute, ich bin jetzt noch in Palma. Meine Freunde, sorry, es ist gerade zu laut hier. Okay, jetzt ist ein bisschen weniger los. Meine Freunde kommen um 12:30. Oh mein Gott. Gerade so viel los. Meine Freunde kommen um 12:30 an am Flughafen und wir haben jetzt 10 Uhr irgendwas. Aber ich wollte unbedingt noch ein Eis. Deswegen gönne ich mir jetzt noch schnell ein Eis. Und dann ist es auch schon 11. Dann fahre ich kurz rüber, dann ist 11.30 Uhr. Und eigentlich sollten sie um 11.30 Uhr landen, aber haben eine halbe Stunde Verspätung. Also dann sind sie um 12 schon da. Anyways, sind bald da und dann hole ich sie kurz ab und esse jetzt Eis. Hier Cremola in Santa Catalina kann ich euch empfehlen. Das war früher Aya Aya. Die haben es mir umgenannt, ist immer noch der gleiche Eisladen. So, I got myself Mango y Maracuja und Orange, Naranja. Naranja, I don't know. Er mag gemeint, das heißt Naranja. Aber ich glaube, es ist immer eine Spinne. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Orange und Mango Maracuja. Ich bin wieder at home. And what better way to end this video? Live like Emma for a day with a skincare routine and a getting ready for bed. 10% Schluss momentan übrigens. Aronal und Elmex, die waren im Angebot. Und irgendwie dachte ich mir so, das sagen ja mal alle Zahnärzte, dass das so gut sein soll. Ich merke noch keinen Unterschied, aber ich benutze es jetzt mal. Das ist so dumm. Ich habe mein Reinigungszeug zu Hause vergessen. Ich habe bei Emma eigentlich auch eins. Das ist aber oben gerade. Ich habe keinen Bock mehr jetzt hochzugehen. Deswegen reinige ich mein Wasser jetzt nur mit Gesicht, mit Wasser und mit Zellwasser. Von Neutrogena, noch nie benutzt. Aber dass überhaupt irgendwie mein Gesicht gereinigt wird. Ja, ihr könnt wahrscheinlich meinen Bauch hören. Ich habe richtig Hunger, Leute. Ich habe heute nichts gegessen. Ich versuche, wenn es so heiß ist, habe ich einfach keinen Hunger. Perfekt. Und im Urlaub bin ich immer so simpel, wie es nur geht. Ich benutze von Summer Fridays die Augencreme. Surprise. Ich meine, ihr kennt sie mittlerweile. Ich liebe sie. Und I love you, Emma. Ich hoffe, du siehst dieses Video. Ich benutze die Ilia The Base Face Milk. Danke, Emma. Ich liebe die. Die ist so geil. So ein paar Tropfen, das reicht. Ich glaube, man benutzt sie eigentlich auch morgens, aber irgendwie finde ich, das ist so eine lightweight Creme. Perfekt für so heiße Sommernächte. Und auch krass, dass ich das erst nach der Augenpartie mache, aber egal. Und dann benutze ich nur noch Lippenpflege. Und das war's. Ich habe heute keinen Bock, irgendein Serum zu benutzen oder sonst irgendwas. Weil ich werde sowieso voll viel schwitzen. And that was it. Thank you so much for watching. See you next week. Bye bye.